Ich war vor anderthalb Wochen bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt eingeladen, um mit ihr über diese Klimakonferenz zu diskutieren. Und als Ergebnis ist dabei rausgekommen, dass die Worte, die da verhandelt werden auf dieser Klimakonferenz, eine weit größere als nur eine rhetorische Bedeutung haben. Also ob sie von einer Dekarbonisierung von Gesellschaften sprechen, ist etwas ganz anderes, als ob sie von klimaneutralem Wirtschaften sprechen, das ihnen noch viele Hintertürchen offen lässt. Von daher war meine Bitte an Frau Merkel, da tatsächlich die möglichst starke Formulierung, nämlich eine Dekarbonisierung, hineinzuformulieren. Weil das es auch ist, was, wenn wir das 2-Grad-Ziel irgendwie erreichen wollen, gerade die reichen Staaten machen müssen. Wir müssen unsere Volkswirtschaften bis spätestens 2050 aus der Geiselhaft des fossilen Kohlenstoffs befreit haben. Das heißt, wir müssen bis dahin in Deutschland den Kohleausstieg vollzogen haben, aber auch in der Schweiz weggekommen sein, davon Öl zu verbrennen, um unsere Häuser zu heizen zum Beispiel. Die Weltgemeinschaft hat sich schon vor vielen Jahren darauf geeinigt, den Versuch zu unternehmen, die globale Erwärmung auf maximal 2 Grad Celsius zu begrenzen. Das ist ein wichtiges politisches Ziel, das da gesetzt wurde. Allerdings muss man dabei auch erkennen, dass eine Erwärmung von 2 Grad Celsius auch schon gleichzeitig ein Versagen der Staatengemeinschaft darstellt, da sie Teile der Staaten abschreiben wird. Also kleine Inselstaaten oder aber auch Staaten, die heute schon von großen Dürren betroffen werden, die werden darunter zu leiden haben. Wenn ich hätte Frau Sommaruga beraten dürfen, hätte ich deutlich machen wollen, dass das, was da im Moment von Schweizer Seite auf dem Tisch liegt als Angebot, ein gutes Angebot ist, aber kein ausreichendes Angebot ist. Was im Moment die Schweiz anbietet, ist den Versuch zu unternehmen, ihre CO2-Reduktion weniger im Inland zu vollziehen, als dass sie Ausgleichsmaßnahmen im Ausland vollziehen wollen. Was wir aber brauchen, um tatsächlich auch in der Schweiz nachhaltig leben zu können, ist, wir brauchen eine Reduktion im Inland und im Ausland. Im Inland, wir stoßen im Moment pro Kopf ungefähr 5 Tonnen CO2 pro Jahr pro Person aus. Nachhaltig wären unter 2. Wenn wir aber nicht nur die Inlandsemissionen betrachten, sondern das, was wir alles über den ökologischen Fußabdruck, den wir im Ausland hinterlassen, zusammenzählen, dann sind wir ungefähr bei 12 Tonnen CO2 pro Person pro Jahr angekommen. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht von 5 auf unter 2, sondern von 12 auf unter 2 hinunter. Also ein deutlich ambitionierteres Vorgehen. Seit Jahrzehnten basiert unser Wirtschaftssystem auf dem Prinzip Wachstum. Und wir alle versuchen immer, diese wachsenden Volkswirtschaften weiter wachsen zu lassen, indem wir ökonomisch tätig sind. Das Wachsen von Volkswirtschaften ist ein erklärtes politisches Ziel. Und als Naturwissenschaftler sehe ich aber auf der anderen Seite, wie ein unendliches Wachstum aus materiellen Gründen unmöglich ist. Sie können in einer begrenzten Welt kein unendliches Wachstum vollziehen. Man könnte also sagen, das Prinzip des Wirtschaftswachstums beruht auf einer Fehlvorstellung. Und trotzdem halten wir alle daran fest. Und spannend ist doch jetzt, warum halten wir daran fest? Wenn ich meinen 5-jährigen Sohn frage, was der mit Wachstum zusammenbringt, dann möchte der natürlich groß werden, erwachsen werden, autonom werden. Das ist also etwas, was wir kulturell, dieses Prinzip Wachstum ist ein Prinzip, was wir kulturell uns angeeignet haben, was wir selbst durchlebt haben. Und jetzt ist die Frage als Didaktiker und aber auch gleichzeitig als jemand, der entschieden gegen nicht nachhaltiges Verhalten eintritt, was wären denn andere Denkrahmen an dieser Stelle? Und bei uns Menschen soll das Wachstum dazu führen, dass wir irgendwann erwachsen geworden sind. Vielleicht wäre es also auch für Volkswirtschaften ein denkbares Modell, zumindest den Versuch zu unternehmen, aus diesem Denkschema des unendlichen Wachstums auszubrechen und zu akzeptieren, dass so eine reiche, wohlhabende, gut funktionierende Wirtschaft, wie wir sie hier in der Schweiz haben, nicht auf unendliches Wachstum angewiesen ist, sondern vielleicht auch irgendwann einmal erwachsen geworden ist.